Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Mit ein paar Neuigkeiten zu später Stunde. Also für euch nicht, weil ihr seht das erst morgen. Und zwar, das legendäre Event ist vorbei. Rayquaza hat gewonnen. Mit wie viel Prozent genau, weiß ich nicht. Aber müsste relativ knapp sein. Auf jeden Fall, Rayquaza hat gewonnen. Das heißt, vom 5. bis zum 16. häufiger Pokémon, die windiges Wetter bevorzugen, aus Eiern steht da. Wie gesagt, Kinwurm, ein Beispiel, das genannt wurde, das sehr interessant ist. Was da sonst noch so gibt, weiß ich gerade auch nicht so genau, aber müsste eigentlich noch irgendwas sein, das interessant ist, auch so ein Kindwurm. Schreibt es unten in den Kommentaren, falls ihr es wisst. Das hatte letztens einer in einem der anderen Videos kommentiert, aber habe ich schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, es geht noch weiter. Und zwar bei Raid-Kämpfen gibt es auch eine erhöhte Chance auf Wind-Pokémon, was auch immer das genau heißen soll. Hier steht's, erscheinen ebenfalls häufiger Pokémon, die windiges Wetter bevorzugen. Also das trifft zum Beispiel auf Rayquaza. Aber von den Raid-Pokémon weiß ich jetzt nicht. Wablu, das könnte auch noch passen. Es sei denn, es kommen neue Raid-Bosse. Das könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein. Ansonsten Raid-Pokémon, die windiges Wetter bevorzugen. Fällt mir auf Anhieb nichts ein. Azumarill, weil der halt Fee ist und Fee bei windigem Wetter. Also bei bewölktem Wetter, das ist nicht dasselbe. Vergesst, was ich gesagt habe. Es ist schon spät. Also echt keine Ahnung, was die da meinen könnten mit Raid kämpfen, mit windigem Wetter bevorzugen. Lass mich überraschen. Und die Boxen gehen doch bis zum 11. Wie die Seine da beim Support geschrieben hat, sie hatte recht. Keine Glückseier, also nicht Glückseier, keine Inkubatoren in den Boxen, obwohl es ein Eier-Event ist. Also sehr komisch. Aber der letzte Teil vom Event, Doppel-EP. Doppel-EP ist am Start. Doppel-EP. Bis zum 16. Jetzt gerade ist es schon aktiv. Ich habe schon eine Entwicklungssession gemacht. Hier könnt ihr schon mal sehen, vorher, nachher. Und 11 Tage ist es aktiv. Mal schauen. Ein Wochenende ist dazwischen. Das heißt, 2 Tage fett raiden mit Doppel-EP. Und Glücksei, das ist schon mal richtig krass. Also 4-fach-EP. Ansonsten zwischendurch unter der Woche habe ich relativ spät aus, 18 Uhr. Da gehen leider echt nicht mehr viele Raids für Doppel-4-fach-EP. Aber danach ein bisschen farmen, das geht auf jeden Fall. Mal schauen, wie viel ich so machen werde. Jetzt mit Vollzeitarbeit dazwischen, kein Tag Urlaub. Ich bin echt gespannt. Ich freue mich drauf. Kann auch endlich meinen Beutel leeren. Ich habe viele Sachen gespart für Doppelbonbon. Aber ich habe auch viele Sachen gespart für Doppel-EP. Also, da kann ich auf jeden Fall meinen Beutel leeren. Wochenende, wie gesagt, haben wir große Sachen vor. Samstag wird viel geradet. Mewtwo EX-Raid ist auch am Start. Und Sonntag wird extrem viel geradet. Mehr dazu demnächst. Aber das war's von mir. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Doppel-EP, seid ihr gehypt? Ich bin doch schon relativ gehypt. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.